die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen beim Gottesdienst. So langsam gewöhnen wir uns ja an die Gottesdienste im Freien. Neu ist allerdings, dass dabei auch eine Taufe stattfinden wird. Die Familie Reber hat ihren Julian in den Gottesdienst gebracht. Und wir freuen uns sehr, dass wir als Gemeinde Zeugen sein dürfen dieser Taufe. Ein neues, kleines Gemeindeglied, das aber auch durch seine ausgedehnten Spaziergänge mit seiner Mama hier in Geislingen schon ganz vielen bekannt ist. Der gehört schon ganz dazu und ich glaube, er hat gerade durch diese Spaziergänge und die Kommunikation in der Pandemiezeit auch schon viel Freude gemacht. Von Freude singt auch unser erstes Lied, Geh aus mein Herz und suche Freud. Wir beten. Herr unser Gott, wir wünschen uns ein erfülltes und gutes Leben und wir wünschen uns, dass du es für uns möglich machst. Manches ist schon gut, so wie wir es uns wünschen. Manches läuft ganz anders, als wir es uns vorstellen und manchmal enttäuscht uns das Leben auch, enttäuscht du uns. Herr unser Gott, lehre uns damit umzugehen. Zeige uns, wie dein Weg mit uns aussieht. Und mache uns darin gewiss, dass wie immer es auch sein wird, dass du es gut mit uns meinst. Amen. Wir beten weiter in der Stille für das und für diejenigen, die uns auf dem Herzen liegen und für die Menschen, denen unsere Sorge gilt.
Wenn ich dich anrufe, erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen. Liebe Tauffamilie, liebe Gemeinde, so ein Ei ist eine wunderbare Erfindung. Von außen ist es ziemlich unscheinbar. Man sieht ihm nicht an, was der Schöpfer so in ein Ei alles hineingepackt hat. Und so viele Nährstoffe sind in einem Ei, dass es für die meisten Menschen jedenfalls gesund ist, Eier zu essen. Und was man daraus so alles machen kann. Spätzle und Omelette, ja und Kuchen natürlich, Kuchen, gell? Aber so ein Ei ist natürlich auch etwas sehr Zerbrechliches. Das Leben in ihm ist nur durch eine sehr dünne Hülle aus Kalk geschützt. Wem ist nicht schon mal ein Ei zerbrochen beim Transport oder es ist heruntergefallen? Das menschliche Leben hat viel mit so einem zerbrechlichen Hühnerei gemeinsam. Nun ist der Julian ja nicht aus einem Ei gekrochen und er wirkt auch gar nicht zerbrechlich. Er ist schon flink auf den Beinen. Und mit dem Sprechen geht's auch bald los. Lebhaft, freundlich und lebenslustig ist der Bub. Ein Sonnenschein, gell? Und wir alle wünschen, dass es so bleiben möge. Heute bei der Taufe kann ich Ihnen das nicht versprechen. Taufe ist kein Schutzzauber. Ja, es ist sogar von Seiten der Eltern ein Eingeständnis, wir haben nicht alles in der Hand, wenn sie zur Taufe kommen. Da muss noch ein anderer schützen, helfen, trösten und vielleicht auch Schaden heilen und vergeben. Denn Menschen sind nicht nur körperlich, sondern auch seelisch zerbrechlich. Gott kann man sich, entschuldigen Sie den kühnen Vergleich, Gott kann man sich dann vorstellen wie ein schützendes Behältnis, so wie diese Eierschachtel. Darin liegt das Ei sicher und von allen Seiten geborgen. Aber bei der Taufe geschieht noch mehr. In der Taufe werde ich Teil einer großen Gemeinschaft. Andere vor mir und neben mir sind auch getauft. Ich bin nicht mehr allein, sondern kann mich auf diese Gemeinschaft einlassen und verlassen. Jesus hat auf diese Weise das Prinzip der Globalisierung erfunden, 2000 Jahre vor dem Internet. Denn durch die Taufe bin ich mit einem Eskimo auf Grönland ebenso verbunden wie mit einem Bauern in Kasachstan. Wir sind alle Glieder an dem einen Leib von Jesus Christus. Durch die Taufe entsteht Beziehung. In erster Linie zu Gott und zu Jesus Christus. Aber es entsteht auch Beziehung zu anderen Menschen, zu einer Gemeinschaft. Und Taufe ist auch ein Neuanfang. So wie ein Ei
keinen Anfang und kein Ende hat. Ja, nirgends steht da drauf, das ist vorne, das ist hinten, das ist oben, unten. So hat auch die Güte und die Liebe Gottes kein Ende, wie es in der Bibel heißt. Sie ist jeden Morgen aufs Neue da. Es heißt ja immer, dass das Leben keinen Reset-Knopf hat und dass man mit seinen Fehlern eben leben muss. Bei Gott ist das anders. Da gibt es immer die Möglichkeit, von vorne anzufangen und den Reset-Knopf zu drücken. Egal, wie verfahren die Beziehung zwischen ihm und mir ist. Wo ich das erfahre, da hat das konkrete Auswirkungen auch auf meine zwischenmenschlichen Beziehungen. Vergebung erfahren und Vergebung anderen weitergeben können. Das ist etwas Wunderbares. Und das ist oft auch etwas Überraschendes. Und deshalb gibt es dann für die Vergebung noch dieses Ü-Ei, dieses Überraschungsei. Sie sehen, wo wir uns in der Taufe darauf verlassen, dass Gott uns von allen Seiten umgibt, dass er seine Hand über uns hält, da entsteht viel mehr. Gott ist reicher, als wir es uns denken, und er hat uns mehr anzubieten, als wir uns das zunächst vorstellen können. Er hat noch einige Überraschungen für uns im Petto. Und so wünsche ich dem Julian vor allem dieses, dass er diesen überraschenden, lebendigen Gott in seinem Leben selbst begegnet und mit ihm gut leben kann, als sein von allen Seiten umhülltes und behütetes Kind. Amen. Wir singen nun das Wunschlied der Familie. Vergiss es nie. Thank you.
An einem Taufsonntag wie diesem erinnern wir uns daran, dass es Jesus Christus selbst war, der uns die Taufe aufgetragen hat. Im Matthäus-Evangelium heißt es, Jesus Christus spricht, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngerinnen und Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Und an einer anderen Stelle sagt Jesus, lasst doch die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran. Denn für Menschen wie sie ist das Reich Gottes da. Amen, das sage ich euch. Wer sich das Reich Gottes nicht schenken lässt wie ein Kind, wird nie hineinkommen. Liebe Gemeinde, wir taufen dieses Kind und sprechen dabei den Namen des dreieinigen Gottes aus. Wir sagen damit, Gott ist der Schöpfer seines Lebens und er will auch der Herr seines Lebens sein. Wir sagen damit, Jesus Christus ist auch für dieses Kind gestorben und auferstanden und der Heilige Geist soll ihm die Kraft des Glaubens schenken. Wir nehmen Wasser als Zeichen dafür, dass Gott den Getauften reinigen will von aller Sünde und Schuld. Und dies gilt für sein ganzes Leben. Und wir legen dem Täufling die Hand auf als Zeichen, dass Gott ihn annimmt als sein Kind, als Glied seiner Kirche und als Mitbewohner seines kommenden Reiches. Nun, liebe Familie Reber, bitte ich Sie, mit dem Julian an den Taufstein zu kommen und bitte auch die Paten dazu. Liebe Eltern und Paten, von der Kirche dazu berufen, frage ich euch vor Gott und dieser christlichen Gemeinde, wollt ihr, dass euer Kind auf den Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft wird, so antwortet, ja, ich will. Ja, ich will. Seid ihr bereit, das Eure dazu beizutragen, dass euer Kind als Glied der Gemeinde Jesu Christi erzogen wird und zum Glauben an Jesus Christus finden kann, so antwortet, ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Gott gebe euch zum Wollen, das Gelingen. Jetzt, Julia. Komm, du bist leer. Komm, ein bisschen mehr. Julian, ich taufe dich auf den Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei dir gnädig und lasse sein Angesicht über dir leuchten. Er erfülle dich mit seiner Liebe und mache dich zu einem Kind des Lichts und des Friedens. Amen. Alles gut. Alles schön vorbei. Alles gut. Alles gut. Julian, dein Taufspruch, den deine Eltern für dich ausgesucht haben und der dich in deinem Leben begleiten soll, der steht im Buch der Psalmen, in Psalm 46 und lautet, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, darum fürchten wir uns nicht. Wir entzünden Julians Taufkerze am Altarlicht, denn Jesus Christus spricht, ich bin das Licht der Welt.
Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und das möge auch für Julian gelten. Liebe Taufpaten, Sie haben mit Ihrer Patenschaft ein schönes, aber auch verantwortungsvolles Amt übernommen. Und ich wünsche, dass Gott Ihnen dazu Kraft und Freude schenken möge und Sie dabei segnen möge. Das ist die. Herr, schenke Julian Güte und Zuversicht, die ihn zu dem werden lassen, was er ist und immer wieder werden will. Jeden Tag ein wenig mehr. Herr, wir bitten dich, dass er nie Angst haben muss, von allen lieben Menschen verlassen zu werden. Herr, wir bitten dich, schenke Julian Hände, die nicht lang überlegen, ob sie helfen und gut sein sollen. Erhelle seine Augen, damit sie das Schöne in der Welt sehen. Öffne seine Ohren, damit sie hellhörig sind, wenn jemand um Hilfe ruft. Damit er ein offenes Ohr für andere hat und aufmerksam in sich selbst hineinhorchen kann. Schenke Julian zur rechten Zeit das richtige Wort und ein liebendes Herz, von dem er sich leiten lässt und das überströmt in Freude und diese Freude weiterschenkt. Bitte mag, Herr, dass Julian seine eigene Meinung bildet und sich nicht vom Bösen beeinflussen lässt. Dass er für seine Überzeugung mutig eintritt und seinen eigenen Weg findet. Herr, bitte mach, dass Julian offen ist für deine frohe Botschaft und dass er immer andere Menschen an seiner Seite hat, die ihn bejahen, die ihm Vorbild sein können und ihm Mut machen, wenn er traurig ist. Lass ihn aber auch eine Stütze für andere Menschen sein. Herr, wir bitten dich, schenke Julian Kraft, Mut und Fröhlichkeit und dass das Leben zu machen meistern und schicke deinen Engel, um ihn auf seinen Weg zu begleiten und zu schützen und um Frieden zu finden mit dir, sich selbst und der Welt. Amen. Eine schöne Geislinger Tradition ist der Kindersegen, der an Taufen gesungen wird, und den wollen wir nun hören. Jesus, Herr mein,
Der Predigttext für den heutigen Sonntag stammt aus dem Alten Testament, aus dem ersten Buch Mose. Es ist die Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Ich lese aus dem 50. Kapitel. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen: Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach: So sollt ihr zu Josef sagen: Vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten, und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: Siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet, es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte, es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tag ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht. Ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Liebe Gemeinde, sie hatten dem Josef großes Unrecht angetan, diese Brüder, die da so demütig um Verzeihung bitten. Erinnern wir uns an die Geschichte des Josef. Ich versuche sie uns in wenigen Sätzen kurz ins Gedächtnis zu rufen. Der Vater Jakob hatte 12 Söhne und diese Söhne hatten zum Teil verschiedene Mütter. Einer der Söhne, Josef, der zweitjüngste, war dem Jakob besonders lieb. Ihn verwöhnte er. Und Josef dankte es ihm mit Gehorsam und auch mit kleinen Spitzeldiensten gegenüber den älteren Brüdern. Als Josef vom Vater ein besonders kostbares Gewand erhielt, da erregte das die heftige Eifersucht der anderen Brüder. Aber nicht nur, dass der Vater in seiner Liebe ungerecht war und sich ungeschickt verhielt, auch Josef selbst trug mit seinem Verhalten zum Hass der Brüder bei. Er erzählte ihnen zum Beispiel von seinen Träumen. Und in einem waren sie auf dem Feld beim Ährenbinden, und als sie ihre Ähren gebunden hatten, da kamen die Garben der Brüder und verneigten sich vor der Garbe des Josef. Dieser Hochmut und Dünkel des Josef brachte die Brüder auf den Plan. Sie wollten den Josef loswerden. Sie überwältigten ihn und warfen ihn in eine Grube. Eigentlich wollten sie ihn töten, aber als eine Handelskarawane vorbeizog, da kamen sie auf die Idee, ihn als Sklaven zu verkaufen. Dem Vater machten sie vor, Josef sei von einem wilden Tier getötet worden. Der Vater Jakob war über den Tod seines Lieblings untröstlich. Und die Brüder dachten sich, nun seien sie den Josef endgültig los. Josef hatte in Ägypten, wohin er verkauft worden war, anfänglich ein schweres Schicksal als Sklave. Er wurde sogar wegen einer falschen Anklage, Sie erinnern sich vielleicht an die Frau des Potiphar, und hier kommt die erotische Komponente der Geschichte ins Spiel, als er ihre Avancen abwies, ließ sie ihn ins Gefängnis werfen. Doch was zuerst nach einem weiteren Schicksalsschlag aussah, das erwies sich als Glück für Josef. Im Gefängnis machte er wertvolle Bekanntschaften. Ja, er wurde sogar zum Traumdeuten beim Pharao herangezogen. Und Josef half dazu, viele Menschen vor dem Verhungern zu retten. Und weil er damit dem Pharao einen großen Dienst erwiesen hatte, machte der ihn zum zweitmächtigsten Mann im Staat.
Die große mehrjährige Hungersnot hat auch die Brüder veranlasst, nach Ägypten zu ziehen und dort Getreide zu kaufen. Sie begegneten wieder ihrem Bruder Josef, der nun die Macht gehabt hätte, sich an ihnen zu rächen. Doch Josef verzichtet darauf. Er ließ stattdessen seine Brüder mit ihren Familien und ihren Herden und natürlich mit ihrem Vater nach Ägypten kommen und er sorgte für sie. Doch als der Vater starb, da gerieten die Brüder erneut in Panik. Was würde Josef jetzt, da der Vater als übergeordnete Autorität fehlte, was würde der jetzt mit ihnen tun? Liebe Gemeinde, und an dieser Stelle setzt unser Predigttext ein. Und wir sind vielleicht froh, dass diese spannende Geschichte da einen guten Ausgang nimmt. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, sagt Josef. Die Familiengeschichte mit ihren Irrungen und Wirrungen hatte wie eine Fernsehserie ein gutes Ende genommen. Die Brüder liegen sich in den Armen und feiern Versöhnung. Und warum? Etwa weil der Josef ein Guter und ein Lieber ist und weil er in der Fremde erkannt hat, wie wichtig und lieb ihm seine Familie trotzdem ist? Nein, so einfach ist das nicht. Die Personen sind uns ja lebendig vor Augen. Der Vater, der Patriarch, der die Macht hat und auch die Macht hat, seine Kinder zu verletzen und der nicht über die Folgen seines Handelns nachgedacht hat. Und das sind die Brüder, die sich benehmen fast wie große Kinder. Als der Vater nicht da ist, fallen sie über den Jüngeren her. Sie schlagen blind um sich und sie denken nicht über ihr Handeln nach. Und sie fürchten jetzt zwar den Zorn des Bruders, aber nicht den Zorn Gottes. Sie übernehmen immer noch keine Verantwortung für ihr Tun. Nur Josef scheint erwachsen geworden zu sein und sich vom verwöhnten Jüngling zu einem verantwortlichen Menschen entwickelt zu haben. Streit in der Familie. Die Bibel berichtet öfters von solchen Vorfällen. Kain und Abel, Esau und Jakob. Alles, was auch bei uns in Familien geschieht, was es an Gefühlen gibt, das ist der Bibel nicht fremd. Zurücksetzung und Benachteiligung, Eifersucht, Verletzungen und Kränkungen, die wir uns zufügen, Streit und Hass, böse Worte, liebloses Verhalten, Machtspiele und Ohnmachtsgefühle. Wo Menschen als Familie zusammenleben, da gibt es auch solche Handlungsweisen und Gefühle. In Familien herrscht nicht immer eitel Sonnenschein und Eintracht. Doch diese Familiengeschichte, die des Jakob, die ist keine Privatsache geblieben. Sie wird bis heute öffentlich erzählt. Sie erzählt uns nämlich mehr als nur Skandalöses aus der Familie Jakob. Sie erzählt von Gott. Denn Gott ist der Dreh- und Angelpunkt dieser Geschichte. Er verfolgt einen Plan mit dieser Familie. Gott möchte aus ihr ein Volk schaffen und dieses Volk durch alle Widrigkeiten hindurch am Leben erhalten. Und Gott lässt sich nicht durch die Ungerechtigkeiten eines Vater Jakob und nicht durch den Hochmut eines Josef und auch nicht durch die dumme Bosheit der Brüder davon abhalten von seinem Plan. Gott wirkt auch durch die Menschen, die sich seinem Willen widersetzen. Das mag für uns seltsam klingen. Das Gute, wofür wir Gott zu Recht danken, das geschieht ja doch häufig durch andere Menschen. Was uns beglückt und was uns freut, das hängt doch ganz oft mit anderen Menschen zusammen. Mit unseren Kindern, mit der Familie, mit Freunden. Und auch wir selbst sind für andere Menschen oft Anlass zu Freude und zum Glück. Aber wir erleben auch das Gegenteil. Menschen, die uns Unheil bringen, unter denen wir leiden, die uns das Leben zur Hölle machen. Ja, und manchmal werden wir selbst vielleicht zum Unglück für einen Mitmenschen.
müssen wir nicht annehmen, dass Gott beides, Gutes und Böses, durch uns Menschen bewirkt? Ob wir sein Handeln immer gut für uns finden, ist eine andere Frage. Aber wer mit Gott rechnet, wird auch in den Beziehungen der anderen Menschen zu uns sein Einwirken auf uns erkennen. Dietrich Bonhoeffer hat einmal sinngemäß gesagt, dass Gott jeden Menschen dazu benutzen kann, um etwas Gutes zu schaffen. Gott hatte für die Menschen um Josef herum einen Plan für die Zukunft. Und deshalb hat er die bösen Handlungen der Menschen ins Gute umgedacht. Die Brüder, die nun ganz klein und demütig sind, bitten Josef um Verzeihung. Und auch hier muss noch einmal die Autorität des verstorbenen Vaters herhalten, um Josef milde zu stimmen. Aber Josef verzeiht nicht. Er weigert sich. Stehe ich denn an Gottes Stelle? Bin ich Gott, dass ich die Aufgabe hätte, über euch zu richten? Josef ist das Opfer. Ihm wurde ganz übel mitgespielt. Stellen Sie sich mal vor, jemand aus der Familie hätte ihnen nach dem Leben getrachtet. Josef hätte nun verschiedene Möglichkeiten zur Reaktion gehabt. Der Wunsch nach Gerechtigkeit wäre eine gewesen. Josef hätte die Brüder bestrafen können und sich dadurch Genugtuung für das ihm angetane Leid verschaffen können. Gerechtigkeit und gerechte Strafe, jeder von uns würde das verstehen und richtig finden. Josef hätte sich sogar rächen können nach dem Motto, jetzt hat der Herr sie in meine Hand gegeben. Ja, er hätte wenigstens die Genugtuung auskosten können, dass nun das eingetroffen ist, was er einmal geträumt hat. Die Garben der Brüder, also sie selbst, haben sich vor ihm verneigt. Damals hatten sich die Brüder darüber empört. Nun verneigen sie sich tatsächlich vor ihm. Aber Josef ergreift keine dieser Möglichkeiten. Er verweist darauf, dass es nichts zu verzeihen gibt. Gott hat das Böse schon verwandelt. Sowohl für ihn als auch für die Brüder ist Gutes daraus entstanden. Er selbst ist ein wichtiger, angesehener Mann geworden und konnte vielen Menschen in der Hungersnot helfen. Und die Brüder und ihre Familien wurden dadurch ebenfalls gerettet. Es ist nicht nötig, dass Josef über seine Brüder richtet. Es ist Gott, der die Ordnung der Welt herstellt und erhält. Josef kann das für sich erkennen und akzeptieren. Uns fällt das schwer, in einer Welt, so wie sie ist, Gottes gute Ordnung zu erkennen. Weder die Welt noch unser eigenes Leben sind perfekt. Wir haben unsere ganz eigenen Vorstellungen, wie alles sein müsste und wie es gut wäre. Was Gott mit uns anstellt, scheint uns oft unbegreiflich. Welche Wege er uns führt oder was er uns zustoßen lässt, darin können wir oft keinen Plan erkennen. Der Sinn bleibt uns verschlossen. Sich einfach so Gottes Führung anzuvertrauen, das widerstrebt uns manchmal. Wie können wir sicher sein, dass Gott uns Gerechtigkeit widerfahren lässt, dass er uns das gibt, was wir brauchen, dass wir nicht zu kurz kommen? Können wir Gott einfach zutrauen, dass er auch in unserem Leben aus dem Bösen Gutes entstehen lassen kann? Josef ist einer der glücklichen Menschen, die ihr Leben in Gottes Hand legen können. Vielleicht hat ihn sein schweres Schicksal dies gelehrt. Er traut Gott zu, dass er viel besser sein Geschick führen kann als er selbst. Und er hat die Einsicht, dass Gott viel eher weiß, wie er mit den schlimmen Brüdern und ihren Missetaten umgehen muss. Ja, ich denke, Josef ist ein glücklicher Mensch. Einer, der ein großes Maß an Weisheit gewonnen hat.
Und darum ist er zu beneiden und nicht um seinen Reichtum und um seine politisch einflussreiche Stellung. Um seine Versöhnungsbereitschaft zu demonstrieren, tut Josef noch ein Übriges. Er tröstet seine verängstigten Brüder, er redet freundlich, liebevoll zu ihnen und er sorgt für sie und ihre Kinder. Das ist mehr, als man erwarten kann. Das ist mehr als die übliche Bruderliebe. Liebe Gemeinde, eine lange Zeit später, im Neuen Testament, erfahren wir wieder von einem, der auch ein ungewöhnliches Maß an Bruderliebe besessen hat. Als Jesus Christus als Mensch unter uns lebte, da meinten es die Menschen ebenfalls böse mit ihm. Sie hatten ihm ebenfalls böse mitgespielt. Sie haben ihn zu Unrecht beschuldigt, seine Worte verdreht und lächerlich gemacht. Sie haben ihn verraten, ihn gefangen genommen, ihn geschlagen. Er wurde von ihnen verspottet und getötet. Sicher, es waren nicht alle so gemein zu ihm, aber sein Schicksal unter den Menschen, unter uns Menschen, war grausam genug. Doch auch hier könnte über der ganzen Geschichte Jesu mit den Menschen der Satz stehen: Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Denn die ganze Schuld, die Menschen Jesus gegenüber auf sich geladen haben, wird wunderbar verwandelt. Nicht die Menschen lassen Jesus leiden, weil er Böses getan hat, sondern Jesus leidet, weil die Menschen Böses getan haben. Und diese Schuld soll nicht gerecht werden. Sie soll nicht mehr zwischen Mensch und Mensch oder zwischen Gott und Mensch stehen. Die Beziehungen in der Familie Gottes sollen bereinigt, sie sollen neu geordnet werden. Alle bekommen eine neue Chance zu einem neuen Anfang. Der Bruder Jesus bezahlt mit seinem Leben für seine Geschwister. Und damit das Böse aus der Vergangenheit nicht die Zukunft belastet und verdirbt, bietet uns Gott durch Jesus ebenfalls diese Vergebung an. Das macht für die Schuldigen Zukunft möglich. Liebe Gemeinde, noch ein letzter Gedanke, der in eine ganz neue Richtung geht. Die Geschichte von den Brüdern des Josef erinnert mich ein wenig an die Diskussionen über das Zusammenwachsen von Europa. In den Sonntagsgedanken, da ist Europa ein schöner, ein in den Sonntagsreden, meine ich, ist der Gedanke von Europa ein schöner, ein hehrer Gedanke. Wie der Gedanke von einer großen, glücklichen, harmonischen Familie. Doch in der Wirklichkeit gibt es viele dunkle Stellen in diesem Europa. Im Lauf der Geschichte haben sich Völker in Europa Verletzungen zugefügt, die bis heute nicht vergessen sind. Alte Feindschaften, Urteile und Vorurteile machen ein Zusammenkommen schwer. Da ist Schuld vorhanden, da wird angeklagt, da wird abgeschritten, da wird beschönigt und gerechtfertigt. Aber es wird nur sehr selten verziehen. Die Vision von einem geschwisterlichen Europa ist nicht nur ein politischer Gedanke. Sie ist auch die Vision, wie Gott möchte, dass die Menschen zusammenleben und miteinander umgehen, nämlich geschwisterlich. Leider haben wir keinen Josef, der uns mit seiner Weisheit zu einem glücklichen Zusammenleben bringt. Wir müssen unsere Einsicht aber auch nicht aus dem Nichts schöpfen, denn uns Christen, den Christen in ganz Europa, hat ja einer vorgemacht, was es heißt, um der Zukunft willen zu vergeben. Jesus Christus hat uns gezeigt, dass für die Schuldigen und die Opfer Gott eine lebenswerte, eine gute, eine menschliche Zukunft will. Vielleicht ist das unsere Aufgabe. Die Aufgabe von uns Christen in Europa, diesen Gedanken der Geschwisterlichkeit mit in die Zukunft Europas einzubringen.
Amen. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt. Dieses Lied wollen wir nun singen. Beten. Gott, du Vater Jesu Christi, wir wollen glauben, dass du aus allem, auch aus dem Bösen, Gutes entstehen lassen kannst. Wir bitten dich, dass du uns in jeder Notlage die Widerstandskraft gibst, die wir benötigen. Wir bitten dich um einen Glauben, der uns trägt. Schenke uns das Vertrauen in Jesus Christus und dass wir mit ihm jeden Tag bewusst leben. Besonders allen, die in Not sind und zu schwach sind, sich selbst an dich zu wenden, lass die Fürbitte und die Hilfe anderer zukommen. Nimm unserem Glauben die Furcht, nicht genug vor dir zu sein. Ermutige und stärke uns. Auch die kleinen Schritte und Fortschritte, die wir machen, segne du sie. Wir wollen glauben. Wir wollen nicht auf ein Wunder warten, das unser Leben verändert. Aber lass uns nie aufhören, dir Wunder zuzutrauen. Dies alles erbitten wir von dir auch für die Konfirmanden, die heute in Braunsbach eingesegnet werden. Erhöre du nun unser Lob und unser Bitten, wenn wir dich preisen und zu dir sprechen mit den Worten deines Sohnes, Jesus Christus. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das einzige Lied mit Noten auf ihrem Liedblatt ist ein neues Lied. Aber der Eberhard und ich haben befunden, dass das
Schön wäre, wenn es die Gemeinde auch lernen würde. Verleih uns Frieden gnädiglich. Vielleicht können wir einen Strof, dass du und wer schon mitsingen kann, mal vorsingen und dass wir es dann zusammen. Das Opfer vom vergangenen Gottesdienst hier und auch heute ist für die Arbeit der eigenen Kirchengemeinde bestimmt. Wir danken herzlich für alle Gaben. Herzliche Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag. Um 10 Uhr ist gemeinsamer Gottesdienst in Döttingen mit Pfarrerin Kern und mit dem Abschluss und Segen für die KU3-Kinder. Und Kinderkirche findet um 10 Uhr in Orlach auf dem Spielplatz statt und bei schlechtem Wetter in der alten Schule und um 10.30 Uhr hier in Geislingen auf dem Spielplatz. Lassen Sie uns nun unter dem Segen Gottes in diesen Sonntag und in die kommende Woche gehen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden.